Hallo Freunde Nacht und herzlich willkommen zu, ja, nicht ganz so später Stunde, bei einer neuen Folge vom Thief Simulator. Wir warten ja immer noch auf den zweiten Teil, der am 4.10. startet. Bis dahin spielen wir den ersten Teil mal ordentlich durch, hoffe ich zumindest, das ist der Plan. Ja, und da sind wir wieder. Ich meine, die Folge heute ist jetzt ausgefallen, weil ich ja gesagt ziemlich kaputt war gestern Abend und nicht mal aufgenommen habe. Dafür nehme ich jetzt aber zwei auf, dann gibt es am Dienstag eben eine Doppelfolge. Das ist zumindest der Plan. So, mach einen großen Fernseher bei 108 kaputt. Ganz kurz wieder reinfinden. Irgendwelche Infos zu 108. Ja, da sind die nicht zu Hause, aber 3. Der ist in der Garage. Dann müssen wir noch ein bisschen schauen, ob wir da noch mehr rauskriegen können hier. Bei unserem Steal Your Forums. Die anderen Gebäude. Und das will ich jetzt nicht alles ausgehen lassen. Der Kontostand zu niedrig. Wir können hier noch weitere aufnehmen. 104, die Jones. Da Scheibe einschlagen, nehmen wir mal mit. Noch was mit 104? Nee. Aber 105 haben wir noch zwei Stück. Toilette kaputt machen und Fernseher stehen oder kaputt machen. Kommt mir mal beides mit. So, ist das Inventar. Nur Werkzeuge, okay. Dann fahren wir mal los. Halt, warte. Im Kofferraum haben wir nichts mehr. Dann haben wir auch nichts mehr. Habe ich für 104 oder 105 Schlüssel gehabt? 109, 113, okay. So, dann fahren wir mal nach Greenview. Und machen uns mal an die Arbeit. 104 und 105. Genau, das war da, wo wir nachts in der Garage schon eingebrochen waren. Ups. Was? Reparaturkosten? Ach ja, okay, wenn ich so beschissen fahre, glaube ich, dann auch verdient. Beide gerade da. Also noch ein bisschen warten. Die Stufe 1. Ist da jetzt jemand? Ganz ohne Information ist natürlich blöd. Die gehen nachts aus dem Haus raus. Das ist so mal schön. Hinten ist ein Fenster offen. Ist ein bisschen buggy das Geländer, habe ich so das Gefühl.
wäre denn die 108? Die 108 wäre da unten. Mal schauen, was wir jetzt zuerst alles machen. Wichtig ist auf jeden Fall Geld. Hier ist die 107. Noch ein paar Infos mit, wenn wir schon mal hier sind. Uns auch ein bisschen anschauen gerade. Dann ja die ganz einfachen Geschichten vom Anfang her. Jetzt teilweise unbewohnt waren. Der andere hockt da unten. Ja, da war es ja am besten tatsächlich am helllichten Tag einzudringen. Fenster einschlagen. Fenster einschlagen geht eigentlich relativ fix, ne? Fix das Tor. Schlösserknacken Stufe 4. Gehört. Hier, okay. Ups. Okay. Schnell verstecken. Mal warten, bis der Alarm abgeklungen ist. Ups. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übermütig. Auch bei einem Stern.
Dann kommen wir gleich wieder. Ey, aber wo fahren die denn mit ihren Autos lang? Ist er da gerade eben die Treppe runtergefahren? Doch, hier war schon ziemlich, ziemlich krass, wenn er einfach so die Treppe runtergurkt. Jetzt kommen die weg, 2 Minuten noch. Oh, doch nicht. Der Stern hört sich hartnäckiger. Okay. Okay, das heißt, wir hängen hier auf jeden Fall richtig fest. Das ist natürlich nicht so schön. Okay. Dann haben wir einen Checkpoint. Also gut. Dann wissen wir, dass das jetzt keine gute Idee war. Ne, 101. Können wir hier vielleicht noch was abgreifen an Sicht oder sowas? Ah, genau. Hier muss man nachher auch noch Dinge aufknacken. Ja, machen wir erstmal weiter, da wo wir angefangen haben und versuchen mal hier Fernseher kaputt zu machen. Dann nach Hause. Stehen die beide so am Fenster? Zumindest ein Stück weit. Sondern hier ist einfach hier durch die Gegend rumrennen. Brechen wir einmal ganz hinten im Haus ein. Boah. Ich war echt buggy hier, die Steuerung. Mit dem Gelände, das hakt ein bisschen. Hätte noch ein bisschen nachbessern können, ruhig. Versuchen wir bei denen gleich durch den Vordereingang. Erstmal gehen wir hier hinten rein.
stecken. Festplatte. Ganz kurz im Auto und bring die Sachen weg, ich will jetzt hier schon mal eingesteckt haben. Dumm, 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 dumm. Schlafen wir noch mal eine Stunde oder zwei. Dann versuchen wir unser Glück bei der Kollegin nebenan. Wilde Fluchtfahrten habe ich jetzt aber weniger Lust. Schlafen noch bis Mitternacht. Es dürfte hier ja keiner drin sein. Ich habe keinen Elektropick. Okay. Bin ich auch doof. Sekunde. Hier haben wir nur auf eine Balkontür. Kaputt machen wir es da noch. Den Fernseher klauen. Muss hier noch eine Küche noch sein. Ich brauche noch eine Pfanne. Ach, noch mal was. Tagesfort. Alles klar, dann einmal hoch. Scheiße.
Aber wenn wir jetzt nicht das Entdeck da links unten stehen, also sollten wir doch diesmal durchkommen. Verdammte Bullen. Die sind echt viel zu intensiv unterwegs. Reparaturkosten 7. Hier zeige ich jetzt Reparaturkosten. Doch nicht einfach für die Toilette. Ja fast gedacht, vorhin, dass ich hier durch die Wand durchbacken könnte und die Tür zu öffnen. Das wäre natürlich ein Knaller gewesen, wenn er das schon so anzeigt. Wahrscheinlich können wir das Auto später auch klauen. So, Fahndung ist vorbei, sehr gut. Fenster einschlagen, haben wir geschoppt. Von einem Mieter gehört, okay. Solange der mich nicht gesehen hat, ist doch alles super und die Bullen gerufen hat. Dann klauen wir doch hier den Fernseher schön. Das Geld, ein schöner Flatscreen. Naja. Dann machen wir uns noch mal auf den Weg nach Hause wieder. Es war eine recht erfolgreiche Nacht, abgesehen davon, dass die Polizei kam. Aber ansonsten, wir wurden nicht erwischt. Wir haben wieder Kohle mitgenommen. Also ist das auch schick. Heimlichkeit weniger, aber hey, wir haben wieder ein Level bekommen. Hey! Kleiner Fernseher, okay. Und ein B-Ranking immer noch? Okay. Das ist okay. So, was haben wir denn hier bei Black Bay, was wir eventuell beliefern können? Brauchen wir noch die Pfanne für. Gut, da gibt es nichts, also. Tag habe ich ja noch, weil die beiden habe ich schon geschlossen. Ach, die kann ich immer wieder machen quasi. Teller kaputt machen. Ah, nee, da kommen mal neue. Spüle kaputt machen, Teller kaputt machen. Noch 100 für die Jones. Offen, ja, okay. Vor 2 Uhr nachmittags, das ist niemand zu Hause. 2 Stunden Zeitfenster quasi. Da haben wir auch alles Geld ausgegeben, wieder mal. So, so viel zum Thema Sparen. Dann gehen wir erstmal wieder Geld verdienen. Auf zum Phantos. Bringt euch jetzt hoffentlich ordentlich Asche ein. Welcome.
120, das ist okay. Kopfhörer 86. Spinde war jetzt weniger bluthaftig. Wir mal kurz die anderen Sachen aus dem Auto. Das Smartphone und die Festplatte. Sollen wir auch noch ein paar Taler dafür kriegen, oder? Ja, 110 sogar insgesamt. Das lohnt sich doch. Mal wieder 650. Dann haben wir nach Hause. Ja, wir haben ja noch einen Skillpunkt gekriegt. Neue Notizen jetzt. Uhr ist ja nicht da. Ab 23 Uhr bis 2 Uhr morgens ist keiner im Haus. Hat man 3 Stunden Zeitfenster. Schlüssel haben wir ja, also bei den Powers können wir jederzeit rein und rausgehen, wenn wir lustig sind. Wir müssen nur darauf achten, dass das in einem Zeitraum von 9 bis 13 Uhr ist. So, Skills. Wir haben einen Skillpunkt bekommen. Aber 2 Skillpunkte, dafür brauchen wir einen, aber Level 9, dafür brauchen wir auch Level 9. Wir sind jetzt Level 8. Könnten wir uns erhöhen, können wir mehr tragen. Ja, mehr tragen würde natürlich auch mehr XP bedeuten. Können wir den ja aber früh mit Level 10 holen. Ja komm, wir tragen jetzt mehr. So. Und dann machen wir hierbei den Cut für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir das in die Kommentare rein. Und wenn ihr natürlich auch die weiteren Folgen nicht verpassen wollt oder was sonst noch so auf diesem Kanal passiert, dann abonniert diesen natürlich auch gerne. Das freut mich sehr. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Kurs. In diesem Fall das nächste Mal. Bis gleich.